spicy horse. Powered by Unreal Technology. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und ich muss mal eben noch in den Einstellungen gucken. Wegen den Soundverhältnissen. Und wir spielen Alice, Madness Returns. So, ich darf weitermachen. Okay, jetzt ist es auch wieder lauter. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen angespielt, aber wir werden natürlich ein neues Spiel erstellen. Für Sitzen-LP. Und dann machen wir auch direkt los. Und zwar wird das so sein, dass der Anfang natürlich nicht blind ist, aber das, wie es dann später weitergeht, wird blind sein. Wir spielen auf normal. So, ich muss mal eben hier das einstellen. So ist es eigentlich schon in Ordnung gewesen, wie es war. Ja, aus, bitte. Ich will das nicht umdrehen. Es ist ein tolles Spiel und man sitzt Stunden davor. Wenn man einmal angefangen hat, dann kann man nicht mehr aufhören. Das ist wirklich so. Und ich werde das hier so machen, da hier immer automatisch gespeichert wird und ich nicht selber speichern kann, werde ich dann immer, wenn gespeichert wird, eine Pause machen. Denn sonst ist das doof. Zwischendurch kann man nämlich nicht einfach abbrechen. Und ja, dann machen wir das eben so. Die High Street trägt ihre Schande zur Schau. Ach toll, so schnell kann ich das gar nicht lesen. So, aber wir gucken mal. Ich bin erst einmal leise. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt, Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese wahre Vorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Oh nein! Was nicht? Wehr dich nicht. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie,
Dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. So, ab hier können wir selber steuern. Sie sind weg. Sind hier dieses Mädchen, Alice, mit den gruseligen Augen. Wir können auch in die Ego-Perspektive wechseln. Und dann uns so bewegen. Aber ich finde es eigentlich so ein bisschen einfacher zu steuern. Hi. Stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? So, wir sind hier im Jungszimmer. Hat der auch noch was zu sagen? Trag Liebestöter. Trag Liebestöter? Olli hat seinen Schlüpfer geklaut, das ist natürlich fies. Oh, wir können uns hier was angucken. Meine Geschichten für die Kinder tragen seltsame Flüche, ihre Zeichnungen entlarven, was in meinem Geist vorgeht. Aha. Huch. So, und wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir wahrscheinlich nur wieder zurück. Was ist denn? Wo ist die Tür? Aha. Naja, jedenfalls können wir hier lang. Ui, hat jemand einen... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Himmel und Hölle, glaube ich. Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Die Kinder scheinen sich zu mögen. Hier, die sind alle ziemlich fies zu uns. Wo geht's hier rein? Wir wollen natürlich alles erforschen. Die sitzt hier so in der Sonne. Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Ich dachte gerade, die wäre was Besonderes, weil die hier so leuchtet. Aber das scheint sie wohl nicht zu sein. Geht's hier? Ach so, hier geht's mal wieder um die Ecke gebracht? Die Rettung versaut? Sie sind im Feuer umgekommen, ich nicht. Dämlicher Dodo. Dodo. Du bist echt nicht mehr ganz dicht. Eine richtige Irre. So, wir haben hier schon ein klein bisschen was über die Geschichte von Alice erfahren. Sie hat mich gerade gesagt, dass ihre Familie im Feuer umgekommen ist und sie als einzige überlebt hat. Und deshalb ist sie jetzt so ein bisschen bekloppt. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ja, das wusste ich, meine Liebe. Aber danke. So. Earn your keep. Aha. Toll. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden das hier ist, unser Zimmer. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Ja, das hier ist unser Zimmer, anscheinend. Wir können hier mal das Bild angucken. Das ist unsere Familie. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück, aber ich würde dem Absender gern danken. Ja, offensichtlich hat uns da irgendein Fremder dieses Foto geschickt, aber wir wissen nicht, wer es war. Ein Glück kann man sich hier nicht verlaufen. Das ist schon mal super. Gibt es eine Menge anzugucken. Wir können hier in dieser Welt nicht springen. Wir können nur rumlaufen. Doktors Liebling. Zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Oh, ich habe meine Familie nicht getötet. Oder doch? Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Der hat eine 8 auf dem Bauch. Wieso hat der eine 8 auf dem Bauch? Naja, wir erkunden mal hier die Stadt. Ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, hier sieht's ja irgendwie trostlos aus. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Geh außenrum. Ich hab mich Mäuschen genannt, Leute. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus drauf bauen. Auf dem Lärm könnte man ein Haus bauen? Was? Die haben immer alle ganz lustige Dinge zu sagen. Habt ihr auch was? Machine Made. Toll. Wie wär's mit Pocorini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Naja, mach du mal. Ganz toll. Na? Ne, ihr wollt nicht mit mir reden. Vielleicht wollt ihr mit mir reden. Wo ist Ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Aha. Na, die scheint es auch nicht gerade einfach zu haben. Was macht die denn hier? Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht mit Sternennarben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ja. Genau. Steh einfach mal mit dem Kopf zur Wand. Das hilft bestimmt. Die spielt hier schon wieder Himmel und Hölle. Das scheint ein beliebtes Spiel hier zu sein. Das ist schon das zweite Mal, dass wir das hier sehen. Super. Ui, eine Katze. Katze! Hi.
geht's denn hier lang? Schief ab, Missy. Aber flott. Hallo, ich will da durch. Lass mich durch. Mein Lieber, hallo. Oh, da hinten, das sieht aus wie eine Prostituierte. Nee, da will ich doch nicht lang. Ich hab's mir anders überlegt, Kumpel. Danke. Der hat gerade nach dem Käse gefragt. Guck mal, ein Ferkel. Ein Ferkelkopf zumindest. Was ist das denn? Uah, heftig. Da ist die Katze schon wieder. Hi, du. Hallo, Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Hui. Die scheint uns helfen zu wollen. Hier sind Kürbisse. Aha. Hast du mir noch was zu sagen? Du siehst komisch aus, wie so ein Fischkopf. Wo ist ein Fischkopf? So, die Katze ist da hinten lang. Da es da aber offensichtlich weitergeht. Verschwinde, Alice. Es wird dem Kalle schon fürs übergeschnappt sein, einbuchten. Der Polizist verprügelt den ja einfach. Und der will mich einbuchten, nur weil ich ein bisschen bekloppt bin. Danke. Jeder hat seine Macken. Kätzchen! Renn doch nicht weg! Okay, da ist sie lang. Wo ist diese Katze jetzt hin? Oh toll, hier habe ich aber Schönes gefunden. Jedes Wesen muss letztlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. Was passiert da drüben? Ach, da ist nochmal die Szene mit dem Polizisten, der dann den Typ da verprügelt, glaube ich. Wir sehen schon, hier diese Stadt ist voller Gewalt und Prostitution und allem Möglichen. Hier stehen ja noch mehr von denen. Sie sind ja auch wunderschön, ne? Also, wirklich. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest wen glücklich machen? Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Will der mich gerade zur Prostitution überreden? Ich glaube ja. Tschüss, mein Lieber. Entschuldigung, Sir. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Okay, dann verpiss dich doch. Kannst es dir eh nicht leisten. Kam das jetzt von da drinne? Dead Man's Cross. Okay, hier würde ich mich auch gerne aufhalten. Steht da The Flaming Stellan? Das kann man so schwierig lesen gerade. Okay, wir folgen mal dem Kätzchen. Kätzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ach was, ein Laster wird das schon nicht. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, wo wir hier gerade sind. Aber gut. Ui, es ist ganz schön nebelig. Oha. Oh oh. Oh, und noch einer. Oh, da sind aber viele. Ach du je, arme Alice. Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Huch, war alles nur Einbildung. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Ja, die alte Frau scheinen wir zu kennen. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse, ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben, ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Ah, da hat uns jetzt diese
reizende Dame etwas über uns selber erzählt. Und wir sind offensichtlich bei ihr zu Besuch. Aber da sich soeben mein Wecker gemeldet hat und gesagt hat, so, 15 Minütchen sind um, machen wir hier erst einmal eine Pause. Ui, wie viele Kamine hier an sind. Naja, und nächstes Mal werden wir uns dann genauer mit dieser alten Dame hier befassen. Bis dahin sage ich tschau, Leute, und ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und was ihr davon als Let's Play-Projekt haltet. Also ich bin auf eure Kommentare gespannt und wir sehen uns dann nächstes Mal genau an dieser Stelle mit der Taubenfrau wieder. Bis dann!